Und wir steuern Tapio. Was muss ich tun? Ich stehe Ihnen frei, sich sofort in die Arena zu begeben und mit den Kämpfen anzufangen. Im Zimmer westlich von hier können Sie sich bei Bedarf ausruhen und sich nach einer bestandenen Runde erholen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Kämpfer. Wir können Tapio steuern. Das einzigste Mal in diesem Spiel, dass wir Tapio steuern können. Oder zumindest so aussehen wie Tapio und nicht aussehen wie Lilia. Wobei ich auch mal einen Glitch hatte, wo ich dann Julia gespielt habe. Das war irgendwie komisch. Das war irgendwie kurz vor dem Endkampf. Na, dann wollen wir mal. Und da hat sich irgendwie die Lilia in Julia geglitscht. Ne, andersrum. Kämpfe, möge der Stärkere gewinnen. Da hat sich die... irgendwie die Lilia weggeglitscht und dann konnte ich mit der Julia spielen. Und dann bin ich irgendwie mit dem Boot nach Libor gefahren und dann war wieder Lilia da. Naja, man weiß es nicht. Schlag die Benommenheit! Und er schläft. Au. Bäm. Gleich ist er tot, der Tapio. und tschüss. Bäm. Daraus wurde ein Kampf verloren. Schade, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Dim, dim, dim. Tapio ist tot und wir sind wieder. Sind wieder praktisch alle im Team mit drin. Und wir müssten jetzt nochmal zu dem Typi hochgehen und uns nochmal zum Kampf anmelden. Aber. Das tun wir nicht. Wir laden einfach neu, weil es einfach viel schneller geht. Und rein. Blablabla. Bam. Schlag der Benommenheit. Schläft. Komm jetzt drauf, Gaia, irgendwas. Toll, wieder aufgewacht. Na dann. Daneben, oh Mann. Alleine zu kämpfen ist wahnsinnig schwer. Also schwieriger wie im Team, ist klar. Uns kann keiner heilen und so weiter. Das merkt man. Und ich glaube, das war es wieder für Tapio, oder? Man weiß es nicht. Na dann. Pretty kill. Aber für den Gegner. Toll. Na dann wollen wir mal. Ach ja. Kann natürlich auch sein, dass Tapio einfach zu schwach ist und wir noch ein bisschen trainieren müssen. Allerdings werde ich das dann im Offplay tun. Weil das tue ich euch nicht an. Weil ihr kennt die Gegner in dieser Region. Diese Schlangen und dieses Zeugs und die Bienen und so weiter, die Grünen. Und das kann man auch leicht im Offplay machen und dann den Kampf einfach hier nochmal wiederholen. Nee. Muss man ja nicht den Leuten zumuten. Er schläft. Ich könnte die Runde eventuell schaffen. Man weiß es nicht. Elixier. Daneben. Oh, die Runde schaffe ich. Denke ich doch. Ja, die könnte ich echt schaffen. Na dann. 400 Erfahrungspunkte. Der Herausforderer hat die erste Runde erfolgreich überstanden. Du bekommst nun die Chance, dich auf die zweite Runde vorzubereiten. Awesome. Lass mich deine Wunden heilen. Im Stehen eingeschlafen, der Tapio. Ach ja, geheilt. Schön. Die meisten Leute hier kommen wahrscheinlich spätestens am Champion, bla. So, zweite Runde. Wollen wir doch mal gucken, was dabei so rumkommt. Na, dann wollen wir mal. Kämpfe, wer möge stärkere gewinnen. Ach ja. Und der Arzt ist müde. Ach. Sehr, sehr müde. Ich glaube, ich schlaufe auch wieder Tapio im Stehen ein. Na, Kenny. Daneben. Er ist ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, vom
Tempo her ein bisschen fixer, der Gute. Dadurch kommt er uns meistens zuvor. Geil. Daneben. Di. Scheint, als wäre er fast tot. Oh. Tapio, komm. Oh, du mal wieder. Und tschüss. Tot. Darauf hat den Kampf verloren. Bla, bla, bla. Tja, neu laden. Ach, ist das schön. Na, dann wollen wir mal. Oh, oh, oh. Kämpf fair, möge der Steigere verlieren. Gewinn. Und er schläft. Und er schläft nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum er nicht schläft. Schlafen ist doch so schön. Schläft. Sag ich doch. Gaia. Und Gaia. Und er schläft immer noch. Das ist schön. Jetzt ist er aufgewacht. Au. Nein. Und tot. Der Herausforderer hat den Kampf verloren. Bla bla bla. Bla bla bla. Sorry, ja, der ist geringfügig schnell. Naja, gut, ob er schläft. Er schläft immer noch. Die. Vor dem Ungeschick merke ich irgendwie nichts. Die Angriffe treffen genauso. Daneben. Daneben. Schlag der Benommenheit. Er mag einfach nicht schlafen. Oh, das hat mich höchstwahrscheinlich gerettet. Dass ich ein bisschen schneller war. Genau, nehme ich so gut an. So gut wie an. Den sollten wir schaffen. Yeah. Level up. Der Herausforderer hat die zweite Runde erfolgreich überstanden. Du bekommst nun die Chance, dich auf die dritte Runde vorzubereiten. Na dann, heile meine Wunden. Schlaf im Stehen sozusagen. Sehr schön, echt wahr, schön. Na dann. Kämpf fair, möge stärkere gewinnen. Schaffen wir ihn oder schaffen wir ihn nicht? Gleich mal daneben. Nackenhieb. Und schlaf. Geil, ja? Und schlaf. Und Gaia. Nee, schlaf nicht. Kämpfe sind so schön. Man glaubt es kaum. Oh Gott. Yeah. Die Runde könnte ich auch schaffen, eventuell.
Da, ja. Er schläft immer noch. Die Runde hat er verloren, der Gute. Tot. Sehr schön. Ja, Herausforderer hat die dritte Runde vorher überstanden. Du bekommst nun die Chance, dich auf das große Finale vorzubereiten. Ach ja. Nun also der Champion, da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Schlaf im Stehen. Nochmal speichern. Na, dann wollen wir mal. Ein Mädchen. Kämpf für ein möglichst stärkeres Gewinn. So, du bist also mein neuester Gegner. Besonders stark siehst du nicht aus. Ich darf doch sehr bitten. Ich bin ein Kämpfer für die gerechte Sache. Wenn man dich so ansieht, dann kann ich mir das kaum vorstellen. Was fällt dir ein? Ich habe schon die schlimmsten Halunken und Übeltäter vermöbelt und zur Strecke gebracht. Na klasse, also ein hirnloser Schläger. Hey! Wie dem auch sei, kann mir eigentlich egal sein, wer oder was du bist. So jemanden wie dich, wie mich, hast du noch nie gesehen. Pass auf, dass du den Kampf nicht heulend zu deiner Mama rennst. Und die Musik ist schön. Oh Gott. Die Alte ist stark. Vor allem sie ist schneller wie mir und tot. Ja, und dieser Kampf, den werden wir wahrscheinlich so nicht schaffen. Da wird Typier noch ein bisschen trainieren müssen, habe ich das Gefühl. Und so. Kann auch sein, dass wir den erst später machen können. Aber ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass ich den damals auch gleich am Anfang gemacht habe. Und das hat funktioniert. Und die Dame schläft anscheinend nicht gerne ein. Tot. Ja... Wie gesagt, trainieren im Offplay, wenn es nicht klappt, ist ja auch nicht so schlimm. Die Attacken von der Alten, die bretzen richtig rein, das ist übel. Und tot. Oh ne, daneben, na gut. Übel. Nein, die schläft nicht ein. Na, okay. Nein, kannst du vergessen. Tot. Ja, man könnte jetzt... Hoffentlich kommen wir überhaupt so raus. Moment. Weglaufen ist nicht meine Devise. Das geht nämlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt verlieren und dann können wir raus und trainieren. Und dann müssen wir die Runden nochmal machen. Aber gut, die werde ich dann auch im Offplay soweit spielen, bis wir wieder bei der Nihala hier sind. Und naja. Sonst scheint das mir alles nicht viel zu werden. Wir probieren es noch dieses eine Mal, aber es wird sowieso nichts. Und das war's dann im Prinzip. Ja, tot. Gut, verloren. Bla. Bei unserer grandiosen Titelverteidigerin. Toll. Naja. Gut, ich werde im Offplay ein bisschen trainieren. Ja, jetzt kommen wir raus. Ich würde sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Ansonsten bin ich der Atze 1005 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Elements Destiny Ancient Powers. Bis denn, Leute, und ciao, ciao. Und ich muss noch kurz warten, bis die Zeit rum ist, weil ihr wisst ja, nachkommentiert und so. Naja. Singen wir dabei ein bisschen. Na dann. Also Leute, ciao, ciao.